Mit X war wohl nix. So einen Russen kannst du nicht einfach austricksen. Siehe Zweiter Weltkrieg. Verdammt! Aber ein anderer Russe kann einen Russen austricksen. Der macht das, was ich vorhin gemacht habe. Er benutzt den Haftraumspringer, um dort hochzukommen. 4, 3, 2, 1. Lalalala. Okay, gut. Zweitbester. Ja, und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für unsere letzte Runde, bevor die Let's Play Pause anfängt. Ich hoffe, ich habe eine Dreiviertelstunde jetzt aufgenommen. Also, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Und in einem Jahr geht es dann wieder weiter mit Team Fortress 2. 30 Parts machen wir dann. Fürs Erste. Dann werde ich das Let's Play nochmal pausieren, um Splinter Cell weiterzumachen. Und dann nehmen wir das Let's Play wieder auf und machen 50 Parts. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Let's Play weitergehen wird. Wo ist der jetzt? Ich hab dich genau gesehen. Du wartest doch irgendwo. Ich bin da vorsichtig. Da ist er! Ha, erwischt! Leg dich nicht mit einem Amerikaner an. Oder der Soldier ist doch Ami, oder? Ich glaube schon. Oder ist der Brite? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist Ami. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Ich habe keine Ahnung. Mann, jetzt rede ich hier schon auf Bayerisch. Verdammt! Oh, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Okay, ich habe ihn nicht. Verdammt, was macht der? Hilfe! Ist er jetzt mitten auf mich? Ist es derselbe Spieler, von dem ich vorhin seine Handy zerstört habe? Ich glaube ja. Jawoll, Kontrollpunkt eingenommen. Sehr gut. Blue Team Returns. Oh! Bist du ein Spy? Verdammt, das ist ein Spy! Ich werde dich erwischen! Ey, mach mir nicht solche Angst, Junge! Das war ein Spy! Ich hab Angst vor dem! Oh, der dominiert mich. Den muss ich natürlich sofort angreifen. Ich will meine Rache, na los! Ich räche mich jetzt an dich. Verdammt! Ich krieg dich! Ich krieg meine Rache! Huch! Ah, warum treffe ich den nicht? Ich muss dich doch treffen, verdammt! Blöder Sniper! Nein! Jetzt habe ich mich selber gekillt. Super, weil der eine Überladung jetzt hatte. Ich glaube, ich wechsle die Klasse und nehme jetzt einen Medic. Wir spielen auch ein bisschen wenig als Medic. Und da kommt mein Avatar-Bild gut zur Geltung. Mann, das Spiel, das dauert aber nicht lange. Jetzt ist es irgendwie wieder zu unausgeglichen. Ach ja, ich habe übrigens es jetzt so eingestellt, dass jeder, der irgendwie Schaden bekommen hat, bei mir angezeigt wird. Das kann man im Hauptmenü einstellen. Ist eigentlich ganz nützlich. Damit man nicht so useless oder so planlos rumläuft. Oh, das Blatt scheint sich zu wenden. Alter, hallo Leck. Gut, dass du wieder da bist. Ich hab dich schon vermisst. I'm on your side, bitch. Oh, Sniper da oben. Mit seinem Bogen. Wer glaubst du, wer du bist? Robin Hood? Wenn du Robin Hood sein willst, dann spiel ein Mittelalterspiel. Skyrim zum Beispiel. Benutz einfach einen Bogen. Ja. Oh Gott, ich bin fast tot. Hä? Seit wann heile ich mich selber? Ich krieg einfach so Leben. Liegt es daran, weil ich ein Medic bin? Weiß ich gar nicht. Mission endet in 60 Sekunden. Alarm, Eroberung. So, den heilen wir jetzt mal. Seine KP auf. Ist ja fast wie ein Pokémon.
Jawohl, Rache, sehr gut, Slendermore, ich liebe dich. No homo. Und, Leck, ich liebe dich auch, full homo. Ja. So, du brauchst einen Heal. Tracking, bla 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 players with bla bla kills and bla 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 headshots. Nein! Verdammter Leck! Wegen dem Leck bin ich jetzt gestorben. Cooles Bild. Gut, ich glaube, ich habe irgendwie noch Lust auf eine Runde. Okay, dann machen wir jetzt aber wirklich die letzte Runde, weil ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob ich wirklich eine Dreiviertelstunde jetzt auf dem Kasten habe. Also eine Runde machen wir noch und das ist jetzt die wirklich letzte Runde dann. Und dann geht's los, die ein Jahr lange Let's Play Pause. Warum ich eigentlich die Pause mache, fragt ihr euch wahrscheinlich, die, die meine anderen Let's Plays wahrscheinlich nicht so anschauen. Ganz einfach, ich mache nächstes Schuljahr meinen Abschluss, meinen Wirtschaftsschulabschluss. Und ja, das ist ziemlich hart, was wir da in der Schule machen. Rechnungswesen vor allem, T-Konten zum Beispiel. Da dauert eine Hausaufgabe ungefähr 3 Stunden im Durchschnitt. Und wenn man da einen Fehler macht, dann ist die Rechnung im Arsch. Das heißt, man muss da sehr konzentriert daran arbeiten. Und deswegen ja, dauert es auch ein bisschen. Man muss auch sehr viel lernen für Rechnungswesen und auch für andere Fächer, Englisch zum Beispiel. Und wenn ich da Let's Plays mache, dann vernachlässige ich gleichzeitig das Lernen. Und deswegen nehme ich mir vor, dass ich eine ein Jahr lange Let's Play Pause mache. Damit ich mich voll aufs Lernen konzentrieren kann. Und ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was geht denn hier ab? Gegnerversammlung oder was? Planen sie da einen Aufstand oder was? Na gut, habt ihr eh schon getan. Verdammt. Alter, was geht ab? Wir haben Verlängerung. Alter, wie haben die denn das jetzt geschafft? Ich dachte, wir hätten das jetzt klar gewonnen. Was geht da ab? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mann, das war doch so klar. Warum habe ich jetzt den... Also, ich dachte, das wäre die Standardwaffe. Muhahaha, ich töte dich mit meinem Blutsauger. Na Gott, Leck. Scheiß Leck. Der hat eine Blackbox. Wenn ich sterbe, ist es eine große Demütigung. Blackbox! Ihr Kopf, ihre Bauchspeiseldrüse. Danke für die Information. Das hilft mir sehr viel weiter. Alter. Was ist denn das für ein krasses Spiel jetzt? Huch, der hat Schaden bekommen. Du, natürlich heile ich dich. Das ist ja schließlich meine Pflicht als Medic. Alter, was machen die da drin? Geiles Bild, Screenshot. Was macht ihr da drin? Mann, jetzt ganz ehrlich, Leute, ich laufe da jetzt mit Pyro rein. Vielleicht kann ich da irgendwas reißen. Ich meine, wir müssen jetzt nur noch den Punkt einnehmen und dann haben wir gewonnen. Aber die wehren sich mit Zähnen und Klauen. So, jetzt haben wir es geschafft. Endlich. GG. Nice game, Red Sniper. Damit meint er nicht mich, denn ich habe als Sniper nicht gespielt. So, was haben die denn da alles versteckt? Hey, ich möchte da rein. Oh. So, jetzt aber das letzte Spiel. Oder war das vorhin schon das letzte Spiel? Egal, ich meine, das ist einfach nochmal... Kann sein, dass es vorhin das letzte Spiel war. Ich, ne, das jetzt ist wirklich das letzte Spiel. Jetzt, ich kenne den Trick. Ich kenne den Trick. Komm da sofort runter. Verdammt! Hä? Wie konnte der mich denn mit dem Haftbombenspringer? Ach so, der ist mit einer normalen Waffe da hochgekommen. Verstehe, verstehe, verstehe. Naja, man kommt ja auch nicht nur mit dem Haftbombenspringer da hoch. Es gibt ja auch noch andere Haftbombenwaffen, ne? Mit dem man da hochkommt. Man kriegt zwar da ein kleines bisschen Schaden, aber solange man nicht getroffen wird, ist es eigentlich egal. Gut, ich wechsle jetzt nochmal die Waffe oder die Ausrüstung. Und zwar ein letztes Mal wechsle ich die Ausrüstung. Ich nehme jetzt mal den Raketenspringer. Und zwar nehme ich jetzt hier den Luftangriff. Ich habe sowas noch nie gemacht, so wirklich. Also ich probiere jetzt das hier, Waffe wechseln und dann zack. Habe ich noch nie erfolgreich durchgezogen, sowas. Oh Gott, ich bin voll der Noob mit dem Raketenspringer, ich schwör's euch. Vielleicht soll ich das gar nicht machen. Ah, das funktioniert so nicht.
Was war das denn jetzt? Ich gehe um die Ecke, plötzlich steht da ein fetter Russe vor meiner Fresse. Okay, dann mache ich mal wieder was für die Hater. Hier für euch, liebe Hater. Der Spy. Mit dem ich überhaupt nichts kann. Ich glaube, ich wechsle mal die Ausrüstung vom Spy. Stammtour. Achso. Großverdiener. Ich nehme mal die letzte Bedrohung und dann nehme ich hier mal das hier. Ja, gut. Passt eigentlich. Probieren wir es einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, wie schlecht ich mit Spy bin. Na, das fängt schon mal gut an. Ich habe meine Unsichtbarkeit zu schnell verprasselt. Einmal New Site. No Panic. Okay, gut. Jetzt schleichen wir uns an der gegnerischen Front vorbei. Und oh! Nein! Er hat mich ertappt. Verdammt! Aber ich glaube, diese Ausrüstung ist besser als die alte. Eroberung des Kontrollpunkts. Verkleidet als gegnerischer Demoman. Ah ja. Alarm, Eroberung unseres Kontrollpunkts. Ja gut, der Nachteil an unserer Ausrüstung ist, wir können uns jetzt nicht mehr als gegnerische Kollegen verkleiden. Oh Gott! Pius! Nicht gut! Okay, ich bin tot. Oder? Hey geil, ich lebe noch. Sehr gut. Oh nein, ich bin... Verdammt! Barney, dusche wieder. Ich hab doch schon einen besten Freund. Verdammt, die wollen mich dominieren, die sind die Besten. Hm. Barney dominiert sogar 4 Leute. Boah, nicht schlecht. Okay, jetzt mache ich einen auf Distanzkämpfer. Achtung, ich werde jetzt einem jemanden Boss-like abknallen, so ungefähr. Das bringt total viel. Keine Panik, ich bin auf deiner Seite. Chill ruhig, ja? Oh Gott! Hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen. Ich glaube fast, dass er es hat. Verdammt! Ich darf nicht an die gegnerische Textur hängen bleiben. Und mein erster Messerstich seit langer Zeit wieder. Ich bin so glücklich. Ach, schön. Nein! Oh. Shit. Retard XD. Aha, aha. Tja, was macht der denn da? Nein, ich will es noch sehen. Oh, komm. Ich hätte es noch gerne jetzt gesehen, wie er es jetzt angestellt hat. Weil der war ja wirklich in einer misslichen Lage gerade. Alter, wie können die mich sehen? Na, jetzt, ich möchte ein Messer. Ah, komm, das wäre so geil gewesen. Mit einem Spy, den jetzt rächen. Boah, das wäre so geil. So, und ich fürchte, unsere gemeinsame Zeit neigt sich dem Ende zu. Also ich kann euch nur sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nach der Let's Play Pause wieder. Oh, ein Familiengeschäft. So, der Countdown läuft ab. Oder vielleicht doch nicht? Jetzt machen die wieder so ein Comeback, vermute ich. Nein, die machen ein Comeback. Oh Gott. Ich hab... Verdammt. Alter. Die sind wie ein Phönix. Die kommen immer wieder zurück. Erst so abkacken und dann so geil wieder. Na komm, ich will euch jetzt... Nein. Ach, komm schon. Okay, jetzt renne ich da wieder als Pio rein. Jetzt mache ich eine Waffe, die Crits verteilt. Und zwar... jetzt nehme ich eine Waffe. Nicht machen. Machen ist ja was anderes, ne? Der Schaden ist nicht gut. Das hier. Kritischer Schaden aus dem Hinterhalt. Genau das werde ich jetzt machen. Oh, ich glaube, das hat sich schon von selber erledigt, oder? Aha, ich bin gespannt. Verdammt! Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Gut, der Punkt ist frei und wir haben gewonnen. Okay, Leute. Das war's jetzt fürs Erste. Ich werde jetzt eine, ja, ein Jahre lange...
Let's Play Pause machen. Und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Und zwar werde ich dann vielleicht sogar eine Webcam einbauen. Mal schauen, wie wir das dann fortsetzen können, das Let's Play. Also, bis dahin, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.